Willkommen zu diesem neuen Advendicted Aquadicted Adventskalendertürchen und heute gibt es einen schönen Panzerwels für euch, denn das gehört ja auch zur Advendicted Tradition. Wir hatten ja im ersten Jahr einen Panzerwels, wir hatten im zweiten Jahr den Panda und wir was war im ersten Jahr? Habe ich vergessen. Der Metal Panzerwels. Der Metal. Genau. Der normale Palearus. Nee, Palearus war der Marmor. Wir hatten den Eneos, ne? Eneos. Ja, den normalen. Ja. Eneos, genau. Gut, das war der im ersten Jahr. Und letztes Jahr, wie gesagt, den Panda. Den haben wir auch wieder sehr fame gemacht. Und dieses Jahr gibt es einen anderen schönen. Und zwar den Smaragd-Panzerwels, den Corydoras Splendens. Oder wie er auch vorher hieß, Brochis Splendens. Ich nenne sie immer noch. Wir hatten ihn auch schon mal erwähnt. Und sogar in einem Adventstürchen. Hatten wir den erwähnt, ja. Und nicht bei den Corydoras. Kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, nee. Beim Kubota. Bei den Kubota. Du sagtest, es gibt wenig grüne Fische in der Aquaristik. Okay. Und das ist der Kubota. Es ist dieser Nadelwels, der grüne. Ja, das und stimmt. Es ist der Smaragd-Panzerwels. Es gibt aber noch einen grünen Bodensalmler. Das weiß ich. Den hatte ich auch eingeblendet. Das weiß ich noch. Grundsätzlich gibt es aber auch so grün gefärbte Axelrot-Zwergbärblinge, die so ein bisschen grünlich sind. Also es gibt schon noch ein paar, aber es gibt nicht so viel. Aber die Brochen hier, oder beziehungsweise jetzt Corydoras Splendens, die haben eine echt geile Farbe. Und zwar ist das kein wirkliches Grün, sondern so ein metallisches Grün. Und am aller genialsten sieht das aus bei Tageslicht. Mega. Also wenn ihr euer Aquarium so stehen habt, dass mal vielleicht mal ein Sonnenstrahl tagsüber reinkommt und ihr habt diesen Fisch drin, unfassbar. Oder eine Kessie. Oder das. Jetzt muss ich aber sagen, hier sieht es jetzt so schlecht auch nicht aus. Also das ist trotzdem auffällig. Sie können extremer. Ja. Das Bild, was ich damals eingeblendet habe, war von Aqualog. Da saßen diese auf so einem Stein. Ich blende es mal ein. Ja. Das war schon spektakulär von der Farbe. Also wenn sie wirklich Licht von der Seite kriegen, das hat jetzt nichts mit dem Futter und nichts mit den Haltungsbedingungen in dem Sinne zu tun, sondern wirklich vor allen Dingen die Beleuchtung, dann sehen die echt geil aus. Und vor allen Dingen werden sie ziemlich groß. Das ist die nächste Besonderheit. 7 bis 9 cm. Das ist schon eine Ansage für so einen Panzerwels. Klingt immer nach wenig. Ja, aber der ist ja auch hoch. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eines der Vertreter, die sehr hoch rückig sind. Ich habe die gesehen letztes Jahr, Skipper's Lounge, als ich letztes Jahr da war. Und da hast du doch dann aber auch zwischendurch mal 3 oder 4 große Tiere. Ja, das waren aber nicht die, das war irgendein anderer. Multiradiatus oder so, irgendein großer. Die waren schon groß, aber da habe ich sie gesehen in einem Schaubecken und da dachte ich mir auch, mega geil. Also die musst du mal wieder bestellen. Jetzt habe ich sie auch da und du hast sie hier auch da in einer schönen Größe. Ich habe sie eigentlich immer, ich versuche sie immer da zu haben. Man muss aber ehrlich zugeben, es ist nicht der meiste. Das ist ein Beratungsfisch, oder? Ja. Also der geht nicht von alleine? Nee, gar nicht. Also bei den Panzerwelsen gibt es ja viele, die eine schöne Zeichnung haben. Das hat der ja gar nicht. Der sieht einem Eneos eigentlich ähnlich, aber eigentlich auch doch nicht, weil der ist ja hochrückiger. Hat auch einen spitzen Kopf. Ja, genau. Und der Eneos hat eher einen, ich sag mal, das Püppchenköpfchen, gell? Also einen runden Kopf. Jetzt haben wir schon wieder so über das Aussehen dieses Fisches philosophiert. Jetzt gehen wir erstmal auf die Herkunft ein. Also kommen aus Südamerika. Also auch da relativ weit verbreitet, also bis Ecuador und je nach Art. Kriegst du zusammen. Brasilien, du kriegst das zusammen? Brasilien, Peru, Kolumbien, Ecuador. Also alles mehr oben, ne? Ja. Mehr im Norden. Aber die Arten sind ja auch unterschiedlich verbreitet, also der ist, glaube ich, am weitesten verbreitet. So genau stecken wir da auch nicht drin, da mussten wir auch recherchieren. Da müssten wir mal hinfliegen. Da müssten wir mal hinfliegen, ja. Aber JBL ist dicht, ja. Ist die Tür hinten aufgegangen wieder. Das ist ja Gurgels nebenan. Ja, und... Ja, weiß ich nicht, ob wir aus Kolumbien auch so ohne weiteres wieder heil rauskommen. Ich weiß es nicht. Da brauchen wir JBL dazu, aber ich glaube, unbedingt. Das ist schwierig. Ja. Wir sind, glaube ich, auch nicht die gruppenmotivierten Reisenden. Nee, wir machen mehr so unser Ding. Aber ich glaube, wenn du in Kolumbien so dein Ding machst, kann es halt sein, dass du mal irgendwie ein Tütchen in deinem Koffer hast, was da eigentlich gar nicht reingehört. Und dann kommst du nicht nach Hause. Oder an anderen Stellen. Oder das hast du aber vorher gewusst. Ja. Okay, so, jetzt müsst ihr euch denken, euren Teil. Gut. Die kommen davor in, sind ziemlich weit verbreitet, also vor allen Dingen auf sandigem Grund. Können auch mal ein paar Kieselsteine sein, auch Laub im Boden, das kommt auch vor. Also in den natürlichen Habitaten sind die meisten Panzerwälze sehr, sehr tolerant, das muss man dazu sagen. Die kommen also nicht nur auf Sand vor, es gibt da genug Biotopaufnahmen, wo auch richtig große Felsen und auch Steine und auch spitzkantiger Kies im Wasser rumliegen. Das stellen wir uns immer so vor, aber so sieht es ja draußen nicht aus. Das hatten wir auch schon mal erwähnt. Ja. Und die Sache ist, es ist kein Schwarzwasserbewohner. Also er braucht schon sauerstoffreiches, fließendes Wasser. Ja. Okay. Und generell kommen die meisten Panzerwälze
schon eher in fließendem Wasser vor. Also es muss jetzt nicht reißende Strömung sein, aber die meisten in Flüssen, manchmal auch in diesen Überschwemmungsgebieten. Aber es ist eben auch so, also es gibt ja auch Panzerwälse, die es eher kühl wollen. Natürlich auch je weiter nördlich, klar, Kolumbien, Ecuador, ist jetzt, die haben genauso einen tropischen Regenwald, aber da gibt es ja auch Zonen, wo dann, wie gesagt, die Fische auch in kühlerem und sauerstoffreichem Wasser vorkommen. Da kommt halt eigentlich auch immer drauf an, welche Art und ob es ein Wildfang ist oder eine Nachtzucht ist, da müsst ihr euch mal schlau machen. Ihr tut den Fischen auf jeden Fall einen Gefallen, wenn ihr sie auf einem feinkörnigen Bodengrund haltet, denn das zeigen die hier immer wieder schön mit ihrem Verhalten, wie sie eintauchen. Also auch wenn es in der Natur nicht immer so perfekt ist, im Aquarium könnt ihr es denen definitiv etwas angenehmer machen. Feinkörniger Kies, bereichsweise Sand und dann haut das hin. Selbst auf Soll. Im Aquarium? Ja. Wenn jetzt einmal bei den Haltungen im Aquarium bist. Gehen wir noch auf die Wasserwerte ein vorher? Ja, genau. Also weich bis mittelhart, wie viele der Fische, die wir dieses Jahr vorgestellt haben, da sind sie eigentlich sehr tolerant. Südamerikanisches Klarwasser haben wir heute, haben wir irgendwie ja, so im Motto. Ja, eigentlich kein Schwarzwasser, das stimmt. Nee. Huminstoffe, wisst ihr, schaden keinem Fisch und die sind auch im Klarwasser vorhanden, aber sind jetzt keine Schwarzwasserfische. Und ja, pH-Wert auch im sauren bis neutralen oder leicht alkalischen Bereich, da sind die meisten Panzerwälze sehr, sehr tolerant. So, jetzt wolltest du was zur Haltung im Aquarium sagen. Genau. Das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, bei Panzerwälzen im Allgemeinen. Die sollten am besten auch ein geschlossenes Aquarium haben. Aber nicht, weil sie springen, sondern sogenannte Darmatmer. Und die holen sich immer Luft von der Oberfläche. Die geht um die Temperatur, ne? Genau. Und das sollte jetzt nicht, wenn jetzt wie bei mir zu Hause, wo doch eher nicht so hohe Raumtemperaturen sind, aber zum Beispiel im Wasser sind 28 Grad, dann können diese Fische, und das klingt sehr, sehr kurios, sich erkälten. Die schwimmen nämlich regelmäßig, auch wenn du genug Sauerstoff im Wasser hast, schwimmen die hoch und schnappen Luft. Da denken sich viele immer, ja, ist irgendwas im Argen bei den Panzerwälzen, aber die machen das auch so. Die schwimmen auch manchmal just for fun einfach nach oben und schnappen Luft und tauchen wieder ab. Und weil du es gerade gesagt hast, die können sich erkälten, ist auch bei Fadenfischen sehr verbreitet. Ja. Wenn da Zugluft über dem Aquarium ist oder generell kühle Temperaturen und das sind Luftatmer, dann tut dem Fisch das nicht gut. Und jetzt drehen die Kakadus da hinten schon wieder komplett frei. Die Kakadus drehen schon wieder durch und das sind nicht die Kakadu-Zwergbundbarsche. Nein, das sind die Kakadus mit Federn. Das sind die rosa Kakadus. Ja. Die lassen sich von dem Handtuch, was ich da vor die Scheibe gehangen habe, leider nicht mehr abhalten. Ja, dann entweder hängst du es jetzt nochmal woanders hin oder ein zweites dazu. Aber das hat eine Weile gut funktioniert. Gut, irgendwann müssen wir es euch mal zeigen. Ich werde es mal einblenden. Haltung im Aquarium, jetzt abgesehen von den Bedingungen, also Sand- und Wasserwerte. Ich habe gerade gesagt, zwischen 7 und 10 cm oder 9 cm wird der Fisch groß, also schon sehr groß. Es kann schon mal ein Meterbecken sein oder größer und ihr solltet sie auch in der Gruppe halten. Also dementsprechend muss es schon etwas geräumiger sein. Klar, so ein kleiner Panda, der ist nicht vergleichbar, den könnt ihr locker in ein 60er Becken setzen. Das ist ein Kandidat für größere Becken. Übrigens auch dieses Jahr so ein Phänomen. Wir haben viele Fische aufgezählt, die ein bisschen mehr Platz brauchen. Also nicht nur die klassischen Aquascaping-Arten sind bei uns vertreten, sondern auch die ganz normalen Aquarienfischer. Futter. Das typische Panzerwälze stellen keine großen Ansprüche. Sie fressen von Natur aus tierisches und pflanzliches Futter. Natürlich muss es unten liegen. Das kann Granulat sein, das kann Tabletten sein. Der Wasserwechsel. Das können Granulate, Tabletten, das können Flocken sein, die runterfallen. Das kann allerlei Frostfutter sein, das kann Lebendfutter sein. Alles, was runterfällt und da unten liegt, wird akribisch aufgesaugt, denn es sind kleine Staubsauger im Aquarium. Und die, ja, räumen auch immer, also wenn man jetzt gerade einen Sandboden hat, immer schön um und sorgen dafür, dass die Körnchen halt nicht so aufeinander liegen bleiben, wie sie liegen. Du wirst auch in einem Becken mit Panzerwälzen, also einer schönen Gruppe, keine Blaualgenteppiche auf deinem Sand haben oder der wird wahrscheinlich auch nicht grün werden, weil ja, die Jungs hier immer umkrabben. Was ist denn dann mit den ganzen Bakterien, die da gestört werden? Ja, die wenn Bakterien, man doch nicht im Soll absaugen sollte, was machen, was ist denn, sind die Panzerwälze schlecht für die Beckenbiologie? Die Bakterien leben im Keller, die sind dann unten, da passiert nichts. Und außerdem graben die ja nur oberflächlich um, die reißen ja nicht den ganzen Acker auseinander. Ich liebe dieses Aquarium, wo du davor stehst. Ja. Das macht mir am meisten Freude. Also du, also ich finde es farblich sehr, sehr pale, so das wirkt sehr, weiß ich nicht, matt, so wie so ein Schwarz-Weiß-Film, aber die Fische sind, also du hast ja auch keine Helialux drauf, ne? Ich wollte gerade sagen, am Anfang dachte ich, du willst hier ein Helialux-Porträt machen, aber ja. Aber ich muss einfach sagen, die Fische, die da drin sind, sind einfach alles tolle Arten. Also mir würde keiner einfallen, den ich nicht selber gerne halten würde. Das sind auch, also bis auf die Pinguine hier, die Schrägschwimmer, sind das eigentlich auch alles nicht unbedingt so relevante Arten, oder? Also du hast hier schon vieles drin, was nicht unbedingt
so ganz so bekannt und verbreitet ist. Naja, das sind meine Barsche, das war, ich musste mich ja von, ich hatte ja im Hof zwei Terrassenteiche und ich hatte von den Gymnogeophagus, die hatte ich ja schon bei den Cupidus erwähnt, zwei Arten. Ja. Und ich habe mich jetzt für einen entschieden, weil ich ein bisschen reduzieren muss und habe diese mit hergebracht und jetzt, wo ich sie jeden Tag sehe, will ich sie am liebsten wieder zurückholen. Also ich bin wieder wirklich stark verliebt. Also Terrassenteich im Sommer, ganz normal wie, wie ein Teich. Also normale Temperaturen, die draußen herrschen. Ja, ja, wie lange hast du die draußen? Na, bis es jetzt so 8 Grad waren. Und dann habe ich sie reingenommen. Also die habe ich jetzt hier langsam eingewöhnt auf die Temperatur drin. Und die anderen sitzen in der Regentonne bei mir im Waschhaus. Und weil es zur... Im Waschhaus. Ja. Und weil es zum Thema passt. Neben dem Wäscheschober. Und ja. Hast du einen Wäschemangel hast du auch noch. Und auch so eine Rumpel. So. Ja, ne, genau. Ja, genau. Ja. Da machen wir dann auch mal ein bisschen Bluesmusik. So, ja. Und ein bisschen Hillbilly-Style. Eine Sache noch, weil es zum Thema passt. Und zwar hattest du auch einen Panzerwels in deinem Terrassenteich, ne? Ja, der ist hier, der sitzt hinten mit drin, aber den kann ich nicht filmen, der sitzt im Bullaugen Teichanlage. Ja, der Schabrackenpanzerwels. Ne? Das war der Schabrackenpanzerwels und der hat sich auch sehr gut gemacht. Und der kommt auch mit sehr kühlen Temperaturen klar, braucht er auch. Also was heißt braucht er auch, aber... Horst Linke empfiehlt im Altumskala-Buch, dass trotz der eigentlich niedrig benötigten Temperaturen er wunderbar zu Altums zu halten ist. Ja. Und das sind Erfahrungswerte. Also man kann es natürlich auch anders machen. Ja. Aber ich hatte es nun so. Und jetzt sind sie quasi im Sommer, muss man sich vorstellen, weil es ja jetzt hier im wärmer ist. Und Sommer ist für die der Winter, ne, bei uns. Ja, quasi. Und im Sommer sind es ja trotzdem nur 20 Grad im Teich. Die sind da hinten versteckt, weil die werde ich wieder mitnehmen. Ja. Im Frühjahr. Also wenn das Porträt kommt, sind sie nicht mehr hier. Nee. Gut, wir schließen das Video und jetzt habt ihr mal einen schönen Smaragdpanzerwels gesehen. Ich denke, viele von euch kennen den schon und die, die ihn noch nicht kennen, jetzt habt ihr es gesehen, jetzt habt ihr es gehört. Wir haben die auf jeden Fall mehr oder weniger regelmäßig im Laden. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn das Becken passt. Sehr, sehr, sehr schöner Fisch. Gut, wir verabschieden uns. Bis morgen im nächsten Pflanzenporträt. Ciao. Im nächsten Türchen. Und ich mache jetzt die Tür hier hinten zu. Die ist ja irgendwie aufgegangen. Ne? Ja, und die Autos hört man immer. Ja, wenn es nicht gurgelt im Aquarium, dann fahren die Autos vorbei.